die Meinungen über AirPods gehen wirklich in alle Richtungen. Die einen vergöttern sie, die anderen verteufeln sie. Ich hatte die erste Generation nicht, das ist jetzt die zweite Generation, aber ohne den Wireless Charging Case, weil es schlussendlich einfach zu teuer war. Und bis jetzt habe ich immer Beats X verwendet, mit denen war ich eigentlich auch super zufrieden. Und ja, probieren wir mal die AirPods aus. Also von der Box her kann ich nicht sagen, ob sich da irgendwas zum Vorgänger geändert hat. Ich weiß nur, dass sie jetzt Bluetooth 5.0 unterstützen, das heißt eine bessere Reichweite und theoretisch auch eine bessere Übertragungsrate. Sie unterstützen jetzt die Funktion Hey Siri und sie haben einen neuen eingebauten Chip, ich glaube das war der H1 Chip, und dadurch sollten sie sich eben schneller verbinden und die Verzögerungszeit zwischen Audiosignal und Ton sollte auch geringer werden. Dann schauen wir mal rein. Ich bin so gespannt. Wie immer, designed by Apple in California. Und das sind sie auch schon. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte noch nie AirPods in der Hand. Das heißt, und noch ein Lightning-Kabel, sehr cool. Ja, also wie gesagt, ich hatte noch nie welche in der Hand. Und wow, sind die klein. Also, Wahnsinn. Machen wir das jetzt auch. Das Schönste an neuen Sachen. Okay, also dass sie klein sind, wissen wir nun. Hier haben wir noch einen kleinen Knopf, der auch klein ist. Dann den Lightning-Port und ja, das war's auch schon auf der Außenseite. Hier ist keine LED, weil ich eben nicht die AirPods mit dem kabellosen Case gekauft habe. Und ich bin gespannt, ob sie zumindest ein bisschen Akku haben. Und soweit ich weiß, sollte genau das passieren. Dann verbinde ich sie mal. Oh, 75 und 76%. Und das war's. So einfach ist es. So einfach sind sie konfiguriert. Und das ist halt wirklich absolut top. Und jetzt habe ich mir gedacht, schauen wir einfach auf YouTube, nehmen irgendein beliebiges Video her. Dann gebe ich sie mal rein. Jetzt habe ich einen Ton gehört. Ja, dann ich probiere einfach mal Musik aus. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch nie AirPods gehört. Ich habe keine Ahnung, wie die ersten klingen. Ich habe keine Ahnung, wie diese klingen. Und ja, ich habe nur den Vergleich zu Beats. Also schauen wir mal. Okay, also ich habe jetzt genau 30 Sekunden reingehört und muss sagen, sie klingen gut. Ich bin voll und ganz zufrieden damit. Ich weiß halt nicht, wie sehr sie jetzt isolieren, also wie gut sie Nebengeräusche übertönen oder abdecken, weil hier ist es halt wirklich sehr, sehr still. Aber rein von der Tonqualität her sind sie wirklich super. Jetzt habe ich es falsch reingegeben. Also ja, der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bin gespannt, wie lange der Akku hält. Er soll ja angeblich länger halten als die alten. Daher ich da absolut keinen Vergleich habe, wird er wahrscheinlich passen. Und ja, ich würde sagen, ich teste sie jetzt eine Woche oder zwei und mache dann noch ein Video drüber, wie sie so im Alltag sind. Und das soll jetzt einfach nur ein kurzer Überblick sein, dass ich mir neue Kopfhörer gekauft habe. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie so sein werden. Ich werde sie jetzt gleich mal aufladen und morgen wahrscheinlich leer hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.